Paul, unser Bestatter heute in Salzburg. Hallo Roman, schön wieder da zu sein in Salzburg. Vor kurzem warst du in Wien, hast du zuerst gesagt. Ja, das letzte Mal in Wien bei Freunden, man kommt halt ein bisschen herum. Links, ja. Was, wo, was, wo, so damals war es für die österreichische Kultur, gell? Ja, na, man muss ja wissen, wo man hinkommt und überall auskennen. Sonst geht es dir gut? Nein, das wird zu viel gesagt, aber ich bin noch am Leben und das ist mehr als meine Kunden sagen können. Ach ja, haben wir schon mehr wie 300.000 Wien zusammengebracht? Halt? Nein, summa summarum, du bist ja öfters in Wien, oder? Nein, ich war zum letzten ersten Mal in Wien. Okay. Also, da habe ich dann nicht so wie in Salzburg, wo ich regelmäßig da schon war. Oder ja. Bin ich eher bald zum ersten Mal in meiner Heimatstadt. Ja, falscher Tag. Ich meine, Silvester sind alle Straßen voll, wo ich mit Leuten noch feiern wollen. Da geht gar nicht. Politisch geht da gar nichts. Wir gehen eure Kaufleute im Wösten wieder spazieren. Ich hoffe sehr, das war November 20. Das war ein Jahr her, gell? Ja. Oder nur länger. Ja. War November 20 und ja, leider nichts, das ganze Jahr schon nichts. Das ganze 21er Jahr war gar nichts. Ja, die Angst vor der Angst, gell? Ja, und Resignation, glaube ich, bei vielen. Ja, auch, eine Mischung halt aus allem. Das sind eher die arrivierten Herren. Naja, es sind auch alte dabei, aber schwierig. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Wir müssen heute noch ein Bier trinken gehen. Ja, aber noch 22 Uhr nimmer. Dann machen wir unbetreutes Trinken. Ja, irgendwo privat. Hey. Der Paul Jiresch. Er ist Bestatter seines Zeichens in Wels. Da habe ich ihn damals kennengelernt, wie er eben damals gesagt hat, schon im November, wo die Kaufleute demonstrieren wurden in seiner Heimatstadt. Vielleicht schon ist die Videos unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Da gibt es interessante Interviews mit ihm. Aber schauen wir jetzt wieder zurück zu den anderen.